Sag niemals, du hast schon was Schöneres gesehen, wenn du den Böhmerwald nicht geschaut hast. So schreibt Adalbert Stifter über den Böhmerwald und er hat recht damit. Schon nach dem ersten Drehtag wurde uns bewusst, was Adalbert Stifter damit meinte. Mit jedem Schritt durch diese wundervolle Landschaft war uns klar, was diese Bilder für Gefühle hervorrufen. Auf all unseren Wegen hatten wir den Eindruck, das Pochen im Herzen des Waldes zu hören, den Atem zu spüren, auf dieser Tour durch eine Waldlandschaft, die unvergleichlich ist. Jeden Tag spürten wir, dass dies das älteste Gebirge Europas, eine faszinierende Natur mit naturnahen Wäldern ist, die unberührte Hochmoore und wilde Gebirgsbäche beherbergt, mit Menschen, die sich in diese Landschaft einfügen, da sie ihre Heimat lieben und tief verwurzelt sind. Das fühlte man, egal wohin wir gegangen sind. Auf unserer Reise haben wir erfahren, dass der Böhmerwald seinen ersten deutschen Namen aus Nordwald erhielt. Das Waldgebirge von der bayerischen Seite Wald im Norden des Herzogtums Bayern. Frühe Erwähnungen finden wir im Jahr 1010, als der Kaiser Heinrich II. Seiner Tante Heilika, der Äbtissin des Klosters Niedernburg in Passau, einen Teil des Nordwaldes vermachte. Urkundlich erwähnt wurde zum Beispiel 1147 als Beheimer Wald und 1204 als der Böhmerwald. Seit dem frühen 19. Jahrhundert spricht man vom Böhmerwald und vom Bayerischen Wald. Wir durchstreiften die faszinierende Geschichte des Böhmerwaldes in ihrer frühen Entwicklung, die geprägt durch Kriege und Naturkatastrophen. Stete Hungersnot plagte die Menschen, Seuchen wie die Pest und der vielen anderen Leiden, die der Mensch im Böhmerwald ertragen hat. Der böhmische Wind, aber ein goldener Herbst, verwandeln den Böhmerwald in einen Zauberwald. Ein Dreivierteljahr Winter und ein Vierteljahr kalt, so die Einheimischen zum Klima ihrer Gegend. Trotzdem waren sie heimatverbunden und ihrem Land treu ergeben. Geprägt von einem tiefen Glauben, der diese Menschen stundenlang bei jedem Wetter zur Kirche gehen ließ. Während in den Städten draußen bereits reges Treiben auf den Straßen herrschte, Handel und auch Vergnügen an der Tagesordnung waren, war der Böhmerwald von einem kleinen Wohlstand noch weit entfernt. Erst mit dem Salzhandel an den goldenen Steigen, die lange Zeit nach Winterberg, Berg Reichenstein und Prachatitz führten, kam Geld und ein wenig Wohlstand ins Land. Dazu beigetragen haben dann auch die vielen Glashütten, die bis ins 20. Jahrhundert ihre Blütezeit hatten. Ebenso trug auch die Holzwirtschaft zu einem gewissen wirtschaftlichen Erfolg bei. Das Land entwickelt sich stetig weiter und so konnten viele Rückschläge überdauert werden, wie zum Beispiel die immer rückläufigere Glasindustrie. So zeigt sich uns heute im 21. Jahrhundert, angetrieben durch eine gut funktionierende klein- und mittelständische Industrie, dem Handel und Gewerbe, einem florierenden Tourismus und den beiden Nationalparken Bayerischer Wald und Schumacher. Eine beeindruckende wirtschaftliche Entwicklung. Im Böhmer und Bayerischen Wald leben heute moderne, aufgeschlossene und erfolgreiche Menschen, die jedoch nie die Bodenhaftung und ihre Heimatliebe verloren haben, sich dabei zu einem modernen Mythos entwickeln. Mit der Grenzöffnung vor über 30 Jahren, dem Wegfall des Eisernen Vorhangs, der den Böhmerwald von Europa trennte, wurde dieser wieder zu einem lebendigen und durchlässigen Zaun.
So erfüllte sich für viele ehemalige Böhmerwäldler in der dritten Strophe des Böhmerwaldliedes von Andreas Hartauer, tief drin im Böhmerwald, jedoch in einer kleinen Abwandlung der Wunsch: Nur einmal noch, o Herr, lass mich die Heimat sehen, den schönen Böhmerwald, die Täler und die Höhen. Nun kehr ich gern zurück und rufe freudig aus: Ich kann durch offene Grenzen gehen, bin wieder zu Hause.